Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Fallout 4 Modern Survival auf Gogata Gaming. In der letzten Episode haben wir, denke ich mal, Concord fertig ausgeräumt, so ziemlich alles gelootet, was es zum Looten gibt. Da und dort wird sich garantiert noch was verstecken, unter anderem eine sehr besondere Waffe. Und ich habe jetzt mal ein bisschen gemogelt, nachdem ich in der zwischen Episode noch mal eine Viertelstunde rauf und runter gerannt bin. Es ist wirklich, wirklich, wirklich gut versteckt. Ups, jetzt einmal, da haben wir einen kleinen Glitch. Das wird weg. Wird unsichtbar. Das ist ein kleiner Bug. Der entsteht durch mehrere Mods, die da kollidieren. Aber wie dem auch sei. Ich habe da schon die richtige Nase gehabt. Ich war eigentlich schon in der richtigen Ecke unterwegs, aber den Mod-Auto nochmal angeschaut. Der hat eine Karte hinterlassen, so eine recht witzige, und da kann man jetzt quasi anhand dieser Location uns circa, ich habe nur ungefähr geschaut, wo es ist, müsste es gleich da irgendwo sein. Und zwar in diesem Bereich hier, bei diesen Autowracks angeblich. Schauen wir mal. Da haben wir auf jeden Fall eine Hunde-Futterschüssel. Also laut Karte soll es genau hier sein, ja, hier drinnen. Hier. Genau hier. Also ich sehe hier nichts. Ja, genau in diesem weißen... Ja, hier drinnen hat er es markiert. Das genau hier drinnen sollte es sein. Ich glaube, mir dämmert was. Entweder sehe ich es nicht, oder... vielleicht haben wir eine Kollision mit den Beantown Interiors, das kann sein. Dass quasi die zwei Mods quasi denselben Bereich editieren. Und dass das deswegen nicht da ist. Weil laut Karte genau hier. Oder vielleicht hier. Ha, da ist es. Meine Güte. Okay, das ist wirklich gut versteckt. Seht ihr das? Ich meine, da rechne ich nicht damit, dass da ein Keller ist an der Stelle. Ich habe wirklich um die Häuser auch rumgesucht, weil er hat was von einem Keller geschrieben. Das wusste ich noch irgendwie im Hinterkopf. Aber ich meine, da ist es wirklich, wirklich gut versteckt. Na gut, Leute, jetzt bin ich mal gespannt. Keine Mod-Kollision. Der Keller ist da. Aha. Könnte man als Player Home verwenden, da quasi. Muss ich dann nicht einrichten. Abandoned Cellar Terminal. Benutzen wir den mal. Catalina's Journal. I finally found him. After the house damned. After the dose damned bond fell, I thought I'd never heard from my husband again. I couldn't. But the thought of him dying out there, only recently I had heard that some soldiers of the state defense were camped in Concord and grabbed my old papa's gun and went looking for him. Ah, the old papa's gun. Das ist jetzt damit interessant. The world out there is worse than I thought. People raiding houses for their supplies and pointing guns at each other. It was terrifying. When I finally made it here, I found him left bleeding on the sidewalk, shot by his own lieutenant, as he said. I brought him to this old cellar I found. I think I can handle his wound. Okay. Also die Catalina hat ihren Mann gesucht, hat ihn gefunden, der wurde von ihrem eigenen Lieutenant angeschossen und die alte Knarre vom Vater mitgenommen. Things are looking up for Nathan, he can barely talk anymore, I managed to remove the bullet and patch the wound, but I'm afraid he might be bleeding internally. Okay, also er ist verwundet. After the night of pain and fever, Nathan passed away. I don't know what to do for myself anymore. Okay, der ist gestorben. Was nun? It's been some days, I could finally pull myself out of this melancholy. Today I tried to get out and find myself some help to get take Nathan's body at a proper burial, but I can't seem to get the goddamn trap to open again. Oh. Something must have collapsed on top of it. Oh. I tried using some tools and even screaming for help outside, but I'm not actually sure if anybody I want anybody to hear. I gotta think of something. Also dieses eingeschlossen, weil das Auto irgendwie anscheinend die Tür blockiert hat.
I lost count of days until I got trapped in this hole. No one answered from out of the food we have is running out. It's dark hole and scary down here. I'm trying to keep myself busy engraving some drawings on Papa's shotgun. Oh, but the more I work on it, the more attractive it seems to me. And pull on the trigger that I could use. I could see Nathan again. Okay. Oho, da ist sie. Ja, das ist ihr Mann und das ist sie und ja, okay. Sie hat dem Ganzen ein Ende gemacht. Oh. Ja, das ist eine Bleispritze. Widow Shotgun, Schaden 85. Reichweite 47, Position 21. Okay. Ja, nach dem Teil haben wir gesucht. Das hat sich ausgezahlt. Also das hat er richtig gut gemacht, finde ich. Also richtig, nicht nur eine Waffe einfach. Also die meisten Leute, wenn sie einen Waffenmod machen, das kommt in die Loot-Level-List halt irgendwo rein, wo sie sagen überhaupt, ah, spawnt sich die Waffe selber rein, nicht mein Problem. Und der macht da quasi eine Hintergrundgeschichte und bettet das Ganze quasi ein da und hat einen eigenen kleinen Keller gebaut und eine kleine Hintergrundstory geschrieben. Und wir könnten im Prinzip diesen Keller übernehmen, ja, das könnte, könnte man nutzen, aber okay. Ich glaube nicht, dass wir das machen. Gut, Leute, wir haben es gefunden. Mit ein wenig Mogeln. Da am Second Screen die Karte offen, aber wir haben es selbst mit Karte erst nach 1, 2, 3, 4 Minuten gefunden, weil das wirklich so gut versteckt war. Also ohne, ich glaube ohne Karte, puh, Hut ab, wer das findet. Da muss man wirklich drüber stolpern oder stundenlang suchen. Anders gibt es das nicht, dass man das findet. Wie dem auch sei, wir haben das Secret gelöst. Wir haben eine mega fette Shotgun. Unique Item. Cotsworth, komm mal her da. Ah, du kannst auch nichts mehr tragen, du bist auch schon voll. Glaube ich. Ah, wir müssen was loswerden. Na, kann nichts mehr tragen. Oh je. Okay, wo ist das nächste Haus? Wir müssen irgendwo was verstauen. Ist da irgendwo ein Behältnis? Irgendwas? Ein Regal? Du schmeißt es am Boden. Okay, schmeißen wir da mit Feuerwerken einfach am Boden. Schmeißen wir die Impo-Pistolen weg einmal. Das reicht noch nicht. Ah, kann ich noch irgendwas essen? Dass wir wieder stärker sind. Aber wir haben, genau, wir haben dieses Steak gegessen, dieses Brahmins, oder dieses Hirschsteak, das hat uns so ein bisschen gepusht. Deswegen hatten wir mehr Stärke, das ist mir jetzt gerade eingefallen. Meine Riesensauerei am Boden, aber ich habe jetzt keine andere Wahl. Ist irgendwas besonders Schweres dabei? Das ist schwer. Weil das ist die Unique-Kanone, die schmeißen jetzt nicht weg. Das möchte ich mir mal anschauen, ob man das irgendwie... Oh, das Diversus müssen wir entrümpeln, ja, ich sehe es gerade. So. Macht nichts. Kommen wir wieder her. Junge, Junge. Ja, das hatte sich jetzt in sich, die Story da. Nebeliger Morgengrauen, Concord. Na, dann machen wir uns mal wieder auf den Weg nach Hause. Laden ab, holen den Rest und schauen uns dann natürlich auch diese neue Waffe an. Im Detail. Ob wir die vielleicht noch upgraden können. Und vor allem vergleichen wir sie mit der normalen Shotgun, aber ich glaube, die macht mehr Schaden. Wesentlich mehr Schaden. Wo ich jetzt nicht der Fan davon bin, von so super overpowered Waffen. Aber schauen wir uns das mal an, bevor ich da anfange zu kritisieren, bevor ich die Schadenswerte überhaupt kenne. Hoppla, da ist nämlich schon Red Rocket vorbei. Ah, können wir her. So. Was immer. Packen wir mal alles rein.
Waffen. Ja, wobei die macht auch 950. Die macht mehr Schaden, ja. Aber nicht extrem viel mehr. So, die Widow macht 85. Gewicht 8,8. Ja, die macht 59. Gewicht 9, Feuerrate 36, Reichweite. Ja, und ein bisschen mehr Präzision hat sie. Ja, okay. Sie ist schon ein bisschen stark, aber okay. So, jetzt wollen wir sie natürlich ein bisschen tunen. In der Waffenwerkbank, das ist mal schon richtig. Ja, da schützt sich mal das gute Stück. Da kann man es irgendwie rotieren. Ja. Ja, das schaut nett aus, gell? Oh, du liebes bisschen. Oh. Schau den Schadenswert an. Heavier Weight, Improved Damage. Das Gewicht ist mir egal. Oh mein Gott, Hardened Receiver 106. Oh, Powerful Receiver. Waffen. Moment mal. Waffen. Freak 1. Bist du deppert? Ja, ich werde mal das machen. Weil jetzt macht sie 85. Mit dem macht sie 106. Da können wir sie noch weiter upgraden. Aber das ist natürlich dann. Das ist dann so eine Waffe für Nahkampf. Schaut mal, der Typ. Oh, sowas liebe ich. Der hat da richtig einen kompletten Waffenkit gemacht für das Teil. Aha. Okay, Suppressor, okay. Muzzle. Ja, richtig. Das haben wir schon angeschaut. Backshot Ammo. Oh mein Gott. Was ist das denn bitte? Birdshot Armor. Widespread Fire More Protection has improved Recoil Control. Flechette Armor. Ernsthaft? Da gibt es spezielle Munition für das Teil? Oh meine Güte. Okay, geiles Teil. Da kann man die Präzision erhöhen. Ah, okay. Na, bumste. Ja, das ist mal eine Bleispritze. Okay. Da wächst kein Gras mehr, wo das Teil hinhält. So. Ja, die Pistole nehmen wir trotzdem mit. Die automatische Crude Black Blowback. Ah, Moment. Die muss man sich auch anschauen. Richtig. Ist auch eine neue Waffe. Schaut aus wie eine. Hoppla. Eine Gammel AK. Aha. 45er Munition, Feuerrate 90, Reichweite 191, ziemlich gut. Präzision ist auch ziemlich gut. Schaden ist auch ziemlich gut. Semi-automatischer Receiver, hallo. Ja, die ist schwer abzugraden. Schaut, sie ist sehr, sehr schwer abzugraden. Aber viel Skill. Warum machen sie im automatischen Receiver rein? Warum nicht? Mhm. Ja, da brauchen wir mehr Skill dafür. Large Magazine ist drinnen. Iron Sight. Oh, Präzision erhöhen. Sehr gut. Mhm. Nahkampf-Equip. Super. Cooles Teil. 46 Schaden. Das wäre so eine Waffe für mittlere Distanz.
das heißt, wir hätten dann 39. Ah, 45er Munition haben wir leider nicht viel. Die müssen wir erst anfertigen. Was brauchen wir denn? Wir brauchen einen Gunnut, glaube ich. Schauen wir mal. Ja, Waffenfreak brauchen wir. Eins. Haben wir jetzt schon Level-Up wieder gehabt? Nein. Ah, wir müssen Waffenfreak lernen, Leute. Da wissen wir, was wir als nächstes lernen. Dass wir Munition machen für die ganzen coolen Waffen. Okay, die Pistole nehmen wir mal mit. Das heißt, die Crude Blowback. Wir können nicht so viele Waffen mitschleppen. Ja, das ist das Problem. Die Schrotflinte ist halt wirklich gut. Die lassen wir da. Ja, nehmen wir die drei Waffen mit. Was ist das denn? Black West and Slacks. Okay. Ja. Ein bisschen aussortieren wieder. Ja, das Gewicht reduzieren. Aber eine Menge Zeug. Diverses. Müssen wir auch aufpassen. Ja, diese ganzen verbrannten Magazine. Ah, die haben kein Gewicht. Interessanterweise. Füllen uns trotzdem das Inventar auf, natürlich. Okay, die Spezialmagazine tue ich mal nicht raus. Die heben wir sich auf. Die haben auch kein Gewicht. Was ist das bitte, Ray? Keine Ahnung. Voltec Lunchbox, U-Bahn-Marke. Okay. Ah, da haben wir einen Haufen Mods, die wiegen was. Ja, raus damit. Okay, 109 Gewicht. Ah, ich glaube, ich muss mal da drunter kommen, weil die neue Waffe natürlich jetzt dazu kommt. Die Shotgun hier dann allein 9 Gewicht. Hey. Yes, sir. Right there. Gib mal alles her, Cotsworth. So, stopfen mal alles rein. Und du hast noch mehr dabei. Aha, aha, aha. Ja, die Video ist wirklich böse. Okay, jetzt sind wir wieder bei den 108, circa. Resistenzinfektion, Moment, haben wir nicht Parasiten, muss ich gerade mal schauen. Ah, Buffos hätte ich nehmen können vorher, stimmt. Hätte es auch nicht ausreichend gebracht, glaube ich, da war mal zu schwer. Richtig, diese Details fallen mir auch langsam wieder erst ein. Okay. Hilfsmittel, schauen wir mal. Schauen wir, ob das was bringt. Wir haben immer noch diesen roten Wert da unten, dieses rote Kästchen. Moment. Stat. Parasiten, ja. Ermüdet, hungrig, ausgetrocknet. Na, dann schauen wir noch. Was essen. Fleisch und Bohnen. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, dann schauen wir und rüsten uns nochmal fertig aus. Die Shotgun werden wir mal auf 2 legen und das Teil legen auf 3. Super. Gut, dann machen wir vielleicht noch. Überlegen wir mal, Concord ist fertig, soweit ich mich erinnere. Ja, ich glaube, wir haben in Concord alles gemacht. Das heißt, ich weiß auch genau, was wir als nächstes machen. Dann schauen wir mal rüber zur Farm. Schauen wir mal, was sich dort tut. Da haben wir auch nochmal kurz vorbeigeschaut. Vor einer Weile. Wenn wir dringend was zum Trinken gebraucht haben, was zum Essen. Und halt, Kommando zurück. Kommando zurück, das ist genau der richtige Punkt, Zeitpunkt, nämlich was mal was zu verkaufen. Da haben wir einen Händler. Wir haben so viel Zeug.
kann mir ruhig ein bisschen was verkaufen. Schauen wir mal schnell. 10mm Pistole. Und ja, wir wollten noch das restliche Zeug aus der Stadt holen. Stimmt. Schlagringe, ja, können wir verkaufen. Splitterminen, ist das was wert? Ja, das ist ziemlich was wert, aber da ist auch was drinnen ist. Verkaufen mal die Splitterminen. Ah, Schrotflinten, ja, passt. Muss ich überladen? Verkaufen mal ein bisschen was. Finden wir genug von dem Zeug. Und da können wir vielleicht bei ihr was Cooles kaufen. Beziehungsweise schauen wir mal, ob sie für uns was zu tun haben. Ich glaube, da habe ich noch nicht gelootet, gell? Ja, da ist auch was. Das habe ich vergessen. Da ist Wasser. Jetzt ein wenig Wasser. Oh! Ein Hund? Ha. Okay, cool. Nein, Kotzwaff! Heads up, over here. Okay, jetzt greift er uns an. Ein wilder Hund, der hätte uns... hätte uns... Oh! Wow! Der hätte uns jetzt beinahe den Gas gemacht. Den zweiten haben wir jetzt nicht gesehen. Oh, Backe! Ja, wir müssen aufpassen. Da hätte ich jetzt die Shotgun verwenden sollen. Aber ich habe nicht gerechnet, dass ich da jetzt auf dem Weg zur Abernathy-Farm von Red Rocket da in wilde Hunde reinrenne. Und der hätte uns auch gar nichts getan. Aber der Kotzwurf ist zu nah hin und dann hat der Hund den Kotzwurf angegriffen. Ja, und dann kam ein zweiter Hund. Na gut. We're in some real trouble here. I hope you can help. Hey, wirklich? I take it you want to trade? Moment. Not right now. Fine by me. Moment. Jetzt machen wir den Trick 17. Wir haben jetzt Charisma 3. Das sind die schwarzen Gläser auf, den schwarzen Anzug, den Militia Head. Was haben wir noch irgendwas? Nein, ich glaube, das war's. Das heißt, wir haben jetzt Charisma 6. You wanna buy or sell something? That'd be great. Und kriegen wir durch bessere Preise. So, jetzt haben wir die Person, kannst du haben. Das Bier kannst du haben. Brennstoff? Passt noch nichts verkaufen, was wir brauchen. Impro-Pistole, die kannst du mal alle haben. Können wir uns auch verschrotten, aber hat die Machete, soll ich die wirklich verkaufen? Ja, finden wir wieder. Brauchen wir jetzt auch nicht wirklich. Pre-War Money. Ja, das werden wir auch verkaufen können. Das sehen wir aber auf, das hat kein Gewicht. Das verkaufen wir erst, wenn wir mehr Skill haben. Oder wenn wir dringend Geld brauchen. Ja, von mir ist das Steckflügelfleisch, das habe ich ganz übersehen. Tafellöffel kannst du haben. Das sind unsere guten Waffen. Halt, die kurzläufigen Schrotflinten kannst du haben. Mhm. Und die Splitterminen wollte ich verkaufen. Okay. Was hast du Schönes? Distel. Holz, Dünger, Beton. Stoff, Leder, Klebstoff bräuchte man. Military Ammo Bag. Ammo Bag. Okay. Nope. Verkaufen mal alles. Ziehen uns wieder um. So. Und den Helm.
Ja, haben wir wieder auf. Passt. Cool. Dann reden wir mal mit ihm hier. Excuse me. That's close enough, stranger. We're a peaceful farm. We don't want any trouble. Schon gut, ich will nichts Böses. Ich will auch keinen Ärger. It's okay, I'm friendly. Not looking to cause any trouble. If you say so, but be warned, we're armed here. So don't try anything. Let me tell you, farming ain't easy. Out in the field all day, every day. And every minute of it, spent watching your back. Was pflanzt ihr her? What kind of crops do you grow here? Mostly potatoes so far. But we're starting on melons. Lake Abernathy. You new to the Commonwealth? Ja und nein, ist eine lange Geschichte. Yes. And no. It's a long story. Either way, good to see a new face. How about you? Ever think about working the land? Was braucht man, um eine Farm zu bauen? What do you need to start up a farm? Well, my father would have told you it's the three L's. Land, labor, and love. You gotta have land to work, you gotta put in a full day's labor, and you gotta love what you do. Anyone who doesn't ain't gonna last long. Word of advice, though. If you do start up a farm, be ready to deal with the raiders. Why do all the hard work when you can just take what you want at gunpoint? Könnt ihr nichts tun, um euch zu schützen? Can't you do something to protect yourself? Last time those raiders hit us, my daughter Mary tried to stand up to them. Now she's buried out back of the house. Only 21 years old, and they shot her down without a thought. That's why we need the Minutemen back. And the sooner, the better. Minutemen? Du meinst Preston Garvey's Leute? I don't know them. You mean Preston Garvey's crew? Any idea why they haven't been around so much lately? Er ist drüben in Sanctuary und versucht, die Minutemen wieder aufzubauen. He's over in Sanctuary, trying to rebuild the Minutemen. You don't say. That's close by. If he'd only been there earlier, Mary may still be alive. I don't have much to offer, but those raiders that killed Mary, they took her locket too. It's been in Connie's family for generations. If you could get it back, it'd mean a lot to us. Weißt du, wo sie herkommen? Do you know where they're coming from? Yeah, pretty sure I do. One of them mentioned Olivia while they were here. My guess is they're holed up in that old USAF station. Okay. Damit haben wir unseren nächsten Auftrag. Wir müssen ein Medaillon zurückholen und ein paar Raider-Denker ausmachen. Dann wissen wir auch schon, was wir morgen erledigen werden. Denn morgen gehen wir in die Station Olivia und knüpfen uns die Raider vor, denn wir sind ja entsprechend jetzt auch gut gerüstet mit einer richtig guten Shotgun, einem Lasergewehr, eine Pistole. Damit sollten wir denen den Gar ausmachen können. Hoffe, ihr seid wieder dabei, denn morgen geht's weiter mit Fallout 4 Modded Survival auf Kogate Gaming. Tschüss, allen noch einen schönen Tag und wir sehen uns demnächst. Tschüss und bis bald.